Amoris Laetitia, liebe Schwestern und Brüder, so könnte man dieses Evangelium überschreiben. Wie mit dem Titel des päpstlichen Lehrschreibens aus den vergangenen Tagen. Freude und Liebe. Und es stimmt. Mitten aus dem Evangelium heraus verstanden und gehört, muss beides zusammen sein. Liebe und Freude. Es ist hier nicht der Ort, jetzt eine Auslegung des päpstlichen Schreibens oder eine Stellungnahme dazu abzugeben. Aber wenn wir auf das Evangelium heute hören, dann stimmt es, die Freude und die Liebe und etwas muss dazutreten. Das Gebot. Es ist so ein wunderbares Wort, das uns Jesus heute schenkt. Aber wir sollten nie vergessen, wann er es spricht. Er hat das Kreuz bereits vor Augen. Die Passion steht unmittelbar bevor. Der, der ihn verrät, hat bereits den Raum verlassen. Und dann spricht er solche Worte. Er weiß, dass alles, was er tun wird, da alles, was er auf sich nimmt, was er annimmt, nur in Liebe tun kann. In Liebe zum Vater und in Liebe zu den Menschen. Und er spricht sogar angesichts einer solchen Stunde und eines solchen Umstandes von Freude. Wann haben wir uns eigentlich angewohnt, die Gebote Christi immer nur als Last zu empfinden, die wir so lange ausdeuten, bis es sie nicht mehr gibt? Uns als Miesepeter der Gesellschaft aufzuführen und uns selber so zu bezeichnen? Anstatt in dem Bewahren der Gebote einen Grund zur Freude zu sehen, weil sich darin die Liebe zu Christus, aus der wir nie fallen können, weil sie sich darin zeigt, weil sie eine Gestalt darin gewinnt. Natürlich sind wir schwach. Genauso wie diese Jünger damals, denen dieses Wort zum ersten Mal, ich weiß gar nicht, wie ihnen das vorgekommen ist. Sie sind wahrscheinlich den ganzen Abend aus dem Staunen nicht mehr herausgekommen. Von dem allem, was sie hören durften. Natürlich sind wir oft genug unterwegs, egal was wir anstellen, im Kleinen wie im Großen, diese Liebe zu verlassen, weil wir die Gebote Jesu hinter uns lassen. Und dennoch holt uns diese Liebe immer wieder ein. Aber wenn ich bis tief in unsere Kirche hinein dieses Krebsgeschwür betrachte, das sich einbildet, man muss die Gebote abschweifen, man muss sie abschwächen, ja, man darf sie den Menschen gar nicht aufbürden, man darf sie gar nicht damit konfrontieren. Wundert mich auf der anderen Seite nicht, dass sich alles einstellt, nur keine Freude. Wahrscheinlich gab es noch nie in unserer eigenen Kirche so ein freudloses Christentum wie heutzutage. Egal, wo man hingeht, egal, wo man arbeitet, in welchem Kontext. Es ist eine einzige Lamentation. Als sei das ganze Jahr Karwoche. Nein, aber wenn man die Karwoche richtig versteht, deshalb klingen diese Texte nach. Es sind Texte der Karwoche, wenn man so will. Aber wir lesen sie in der Osterzeit und zu Recht. Wir sollen beides miteinander sehen. Das, was Jesus auf sich nimmt, in welchem Kontext er es sagt und was er hier wirklich zusammenführt. Die Freude der Liebe, die Amoris Laetitia stellt sich dann ein, wenn wir seine Gebote beachten und sie befolgen und sie wirklich zu halten versuchen, trotz aller Schwachheit. Dann zeigt sich die Spur der Liebe in dem, dass uns jeden Tag neu ein Stück Freude geschenkt wird.